Glas gefüllt werden. Stopp! Nein, man ist so schlecht. Also auf euch! Ja, und ihr auch das! Du hast, schreibst du mir auch Geld zu meinem Geburtstag? Ja, boah, Erdbeere, man kann sagen, bei Johann handelt es sich um einen Alleschlucker. Scheiße! Alex, melden! Geh lieber raus, Nico, das war's! Deswegen hast du auch nicht mehr. Lolli, denk an Aldi da. Aldi da! Ich bin Aldi schon noch, keine Sorge. Also, Getriebe, manchmal treibt sie es ganz schön doll. Vergaß auch, stinkt gut, Lolli. Ja, es liegt wieder. Auspuff, sie funktioniert schon mächtig. Knatterlaut pfeift manchmal aus dem letzten Loch. Der Einbau eines Cut erscheint jedoch nicht nur wegen der Steuerbefreiung, sondern auch wegen des penetranten Gestankszwecks. Voll das Missaktion, ich gehe jetzt. Ich habe Mist auf der Seite. Du hast mich ja nicht. Ja, Mist. Ich hab dich nicht gemacht. Ey, da ist Birren. Ey, Ivi, ich hab Birren zum Flasche gefunden. Ja. Ausstattung, Lolli verfügt über viele Extras. Zum Beispiel? Die Federung wurde nicht getestet. Nico, stimmt das? Er sagt so, so. Dieses Manko lässt sich auch mit Hilfe anderer Geräte ausgleichen. Kommen wir zum Prüfungsergebnis. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich um einen gepflegten Garagenwagen handelt. Leider weist sie trotz des jungen Alters wenige kleine Mängel auf, die jedoch nicht so gravierend sind, dass man ihr deswegen die weitere Teilnahme am Verkehr verweigern könnte. Das ist beruhigend. Auf jeden Fall. Ich freue mich deshalb, dir die Fahrerlaubnis zumindest im heimischen Verkehr für weitere 12 Jahre bescheinigen zu dürfen. Und bitte darum, das Nummernschild regelmäßig zu tragen. Da dieses Modell keine Ersatzteile mehr zu bekommen sind, empfiehlt sich eine besonders schonende Behandlung und gute Pflege. Ja. Hast du gehört? Was soll das heißen? Hast du schon mal gehört? Morgen. Nächster Vorführtermin beim TÜV zur Hauptuntersuchung ist der 25.01.2020, den sie selbstständig wahrzunehmen hat. Diese Untersuchung heute war ausnahmsweise gebührenfrei. 22. Für dein bereitwilliges Mitmachen bei dieser TÜV-Untersuchung dürfen wir dir diesen Reisekanister für die nächste Fahrt überreichen und dir weiterhin gute Fahrt wünschen. Ich muss jetzt auch was. Ja, Mann! Ja, Also, mein Geburtstag wird derbe, gell? Ja, nicht. Bleiben. Bleib sitzen, weil wenn eh gerade alle da sind, machen wir mit den anderen zwei Dingern gleich weiter. Gut, kann ich aufstehen? Da muss ich rein. Nein! Außen sitzen bleiben, okay? Ich bleib gerne sitzen. Ausziehen! Kannst du es doch mal machen. Also, Nico, machen wir nicht. 18 Jahre, liebe Lolli, bist du nun auf dieser Welt. Dazu wünschen wir dir Glück und auch Geld. Wie es an diesen Tagen braucht, kommt man mit einem Geschenk auch. Wir haben uns was ausgedacht und es dir heute mitgebracht. Du bist nun 18 Jahre auf Erden. Da gibt es so mancherlei Beschwerden. Das Gefäß, schau es dir gut an.
der Magen weh. Nimm die grünen in den Tee. Also, in den Tee geht wärmen. Musst du mit den braunen dich erwärmen. Dann gibt's gewöhnlich einen Knall und erledigt ist der Fall. Stimmt es mit dem Blutdruck nicht? Mach kein ängstliches Gesicht. Merk das eine dir, nimm die roten Pillen hier. Für Hindernisse zwecklich, nimm die gelben von der Ecke. Quellen dich die Hämorrhoiden. Alter, 160 Kilo, Mann. Quälen sich die Hämorrhoiden mit von den Lina Okay, ich werde es mir merken. Flocken Heimer weg. Dann, liebe Leute, weine nicht. Auch hier gibt's was zu stoppen. Du musst die Blauen nur zerkloppen. Du hast ja voll auf Ton gesetzt. Und aufgelöst in etwas Winterblättertee, sagt der Heinrich, schneller D. Wenn's mal mit den Gliedern reißt, nimm Regensburger Kamillengeist. Glieder reißen nie. Hast du mal Zorn, liebe Lolli, dann trink ein, zwei Korn. Hast du mal richtig Wut, tun die Orangen Pillen gut. Ja, vor dem. Nie mehr brauchen lange Kämpfen. Liebe Lolli, Pillen können alles.